Jedes Jahr gibt es einen Tag für mich, an dem ich so richtig bummeln und die Seele baumeln lassen kann. Auf Entdeckertour zu gehen, alle Probleme und Problemchen außen vor zu lassen, Spaß zu haben und genießen. Es geht nach Karlshorst. Auf dem Gelände der Trabrennbahn finden mittlerweile regelmäßige Termine statt. Ich könnte also fast jedes Wochenende auf Jagd nach Vintage und Co. machen. Als ich das Trödeln kennenlernen durfte, packte mich ein Fieber und eine Sucht tauchte aus dem Untergrund auf, das ich bis dahin noch nicht kannte. Die Kaufsucht. In meinem Kopf wollte ich alles Schöne und Hübsche kaufen. Gott sei Dank beschränkte ich mich immer auf 2 bis 3 Sachen. Zum einen kaufte ich alte Postkarten aus der Jahrhundertwende und Schmuck für die Hände. Das hielt mich davon ab, mich mit meinem begrenzten Budget zu ruinieren. Eine Wurst oder Pommes zum Schluss als Mittagessen wird vom restlichen Geld gekauft. So stand in diesem Jahr ein erneuter Besuch in Karlshorst an, zumal ich auch schon einen Suchplan hatte, um eine Lampe im Vintage-Stil für meine frisch renovierte Stube zu besorgen. Den Besuch absolvierte ich gemeinsam mit Claudia. Die Berliner Pflanze mit Herz und Schnauze. Wir verabredeten uns zu 11.30 Uhr an der Tramstation Karlshorst. Ich war pünktlich. Claudia kam 2 Tramlinien später. Mit einem breiten Grinsen stieg sie aus der Tram mit den Worten: "Na, alle chic?" Wir umarmten uns herzlichst und setzten uns zum Ankommen noch eine Weile auf die vergitterten Sitzflächen des BVG-Wartehäuschens. Aufgelöst erzählte sie mir, dass Rolf entführt wurde, unseren geliebten Hacken-Porsche, den wir einst hier in Karlshorst ergattert hatten. Beim Einkaufen ist es passiert. Ein unachtsamer Blick und schon war er weg, mitsamt dem Dosenfutter diverser Suppen. Man stelle sich vor, ein altes Mütterchen wäre das passiert, ihr einzigstes mobiles Gerät für den wöchentlichen Einkauf. Einfach weggeklaut. Das Besondere an Rolf war, dass er einen dicken Bauch besaß, um all die schönen Sachen verstauen zu können. Zudem war er mit einem Klappsitz ausgestattet. Rolf war ein Ausländer. Er kam aus dem Vereinigten Königreich. Der Union Jack prangte am Gestänge unseres alles geliebten Rolf. Möge er dem Kidnapper denkbar schlechte Dienste erweisen. Die Räder sollen abfallen oder ständig blockieren. Unsere voodoohafte Fantasie tröstete uns über den Tag hinweg. So traten wir gemeinsam durch das große Tor der Trabrennbahn in Karlshorst. Schon am Anfang bemerkten wir, dass wenig Stände aufgebaut waren. Das lag wahrscheinlich am wechselhaften Wetter, das bereits den gesamten Berliner Sommer erfasste und Claudias Urlaub verhagelte. Aber am vorletzten Tag hatte der Allmächtige da oben im Himmel mit uns Erbarmen. Zumindest beschert er uns keine Regenorgien. Es dauerte nicht lange und Claudia entdeckte den ersten Fund am Rande eines Standes entlang der Allee, die zur Tribüne führte. Schuhe mit 4 Glitzer, halbhoch mit Reißverschluss und einem überschaubaren Absatz. Auch waren sie in ihrer Größe vorhanden. Es ging hin und her. Letztendlich zogen wir weiter, ohne die Schuhe mitgenommen zu haben. An der Fressinsel, wo es allerlei Essbares gab, teilte sich der Weg in einen großen und einen kleinen Rundgang. Wir entschieden uns für den kleinen, der uns in eine Zeit führte, als es noch 2 deutsche Staaten gab. Die DDR winkte uns scheinbar von jedem zweiten Stand entgegen. Die Staatsflagge oder die rote Fahne mit ihren einfachen schwarzen Holzstängel, gekrönt von einer gelben Fahnenspitze, die wohl jedes Kind im Werkunterricht herstellen konnte. An anderen Ständen flatterten FDJ-Hemden mit ihrem aufdringlichen Blau im Wind. Das Symbol der aufgehenden Sonne, manchmal etwas verblasst, prangte an jedem Ärmel. Dazwischen Pionierblusen in einem nicht mehr so reinen Weiß, aber dem deutlichen Aufnäher JP für Jungpioniere der gleichnamigen Organisation. Die Appelle auf dem Schulgelände drang in mein Hirn. Und Claudia? Sie war hellauf begeistert und schwelgte auf ihre Art lautstark in Erinnerung.
sodass ich mich manchmal vorsichtig umschaute, ob wir nicht enttarnt werden. Und schon ist es passiert. Ein älteres Ehepaar griff unser Staunen über so viel Begeisterung über den Osten auf, allerdings in einer sehr pessimistischen Haltung. Der Mann, der wie ein Bettvorleger seinem Frauchen hinterherläuft, hielt sich zurück. Die Kriegsführung übernahm seine Frau. Alles Scheiße, es gibt für mich nichts Gutes aus dem Osten. Ich war verdutzt. Die kurzen und knappen Aussagen rissen uns aus unserer Erinnerungswolke und ließ uns in die Hölle der Ignoranz stürzen. Mein Blut kochte und ich merkte, dass ich mich irgendwie äußern muss. Es passiert. Ich antwortete prompt. Wir Kinder haben das anders gesehen. Für mich war es eine schöne Zeit. Ausrufezeichen in dreifacher Ausführung. Jetzt hätte sie ja neugierig fragen können, aber nein, sie muss das Feuer in der Hölle der Ignoranz nochmal anheizen. Ja, die Kinder, antwortet sie abwertend. Für die Kinder war es toll. Sie weiß ja gar nicht, was sie da redet, denke ich mir. Wenn ich da an Roland aus unserer Klasse denke, der unglaubliche Lernschwierigkeiten hatte, heute würde man sagen ADHS oder so ähnlich, und dann mit dem Hintergrund, dass ein vom Staat geächtetes Verwandtschaftsverhältnis in seiner Familie bestand, dass es für den kleinen Roland in der Schule, die durch und durch sozialistisch geprägt ist, nicht einfach war. Manchmal half ich Roland beim Lernen, was sich als schwierig herausstellte. Die Eintragung in seinem Hausaufgabenheft gerötet vom Tadel der Erniedrigung. Heute ist er ein freier Künstler und zaubert seinem Publikum ein Lachen ins Gesicht. Wir verließen die DDR-Autobahn, begleitet von Militäruniformen, wo sich glatt ein Jackett der sächsischen Polizei untergeschmuggelt hatte, und begaben uns in den hinteren Bereich der großen Tribüne, wo hier und da von diesen Kleinteilen aufgebahrt auf weißen Tüchern präsentiert lagen, mit denen man seine ganze Bude hätte einrichten können. In meiner Fantasie höre ich sie mir hinterherrufen. Nehmt mich mit, ach nehmt mich doch bitte mit, ich liege ja schon so lange hier. Ich widerstehe den Lockrufen, bleibe stur, immer im Schlepptau Claudia, die mittlerweile ganz schön ins Pusten gerät, seit ihr geliebter Rolf mit der praktischen Sitzfunktion nicht mehr an ihrer Seite ist. So flitzen wir eher, als wir bummeln, nur weil ich mir einen groben Überblick über die aufgebahrten Sachen machen wollte. Außerdem hatte ich nicht gerade viel Sinn für die glitzernden Dinge, die meine rothaarige Schönheit an meiner Seite wie eine Elster ins Visier nahm. An diesem Tag gab es für mich nur einen Auftrag. Finde eine Lampe für den Wohnbereich meiner ach so kleinen Bude am Rande der Großstadt. Irgendetwas aus den 70ern, nicht zu bunt. Bei meinen suchenden Blicken nach etwas Passendem fiel mir am Rande des Geschehens ein weißer Lichtgeber auf. Die Form war außergewöhnlich, aber annehmbar. Zuerst wollte ich aber den Rest erkunden. Könnte ja sein, dass es noch etwas Besseres gibt. Der übrige Teil des Geländes des Trödelmarktes war dann doch schnell einsehbar. Mit Claudia, die fast keine Luft mehr bekam, sauste ich nun wieder zurück zu diesem besagten Stand, wo die Bewerberin meines heutigen Auftrages noch Muttersehen allein und noch nicht anversiert von anderen Trödelmarktgängern etwas lieblos in der Ecke stand. Eine weiße Lampe, versehen mit zwei blauen Strichen, sahen aus, als hätte man sie mit einem Feinliner gezogen, die sich wie ein Gürtel um den Bauch des Lampenkörpers zogen und dem Weiß einen smarten Akzent verliehen. Kein Verkäufer in Sicht. Jetzt darf bloß kein anderer sich für das Stück interessieren. Nicht, dass es noch zu einem Bietergefecht kommt. Aber für diese Lampe hätte ich dann doch mein Budget gesprengt. Ich dachte im Hinterkopf an Rolf. Wenn schon nicht Rolf, dann wenigstens Luise. Das elegante Ding für die Decke. So heißt sie. Die gute Luise. Eigentlich ein Zufallssämling einer traditionsreichen Birnensorte, die im 18. Jahrhundert in Avranches entdeckt wurde. Wir schauten uns um und fragten einen Nachbarstand, wo der Verkäufer des Standes geblieben sei. Es kam nur ein Achselzucken. Sollte schon wieder das Pech auf meinen Schultern sitzen und mich hinterrücks auslachen?
Gekonnt schüttle ich das gehässige Tier von meinem Körper und schon kam ein Verkäufer angerauscht. Ein abgebrochener Südländer. Ob der mit sich handeln lässt, fragte ich mich. Dann die alles entscheidende Frage, was meine Entdeckung kosten soll. 50 Euro, sagte der Verkäufer energisch, so wie die Mentalität es ihm irgendwo in Kleinasien gelehrt hat. Schnell, aber bestimmt, antwortete ich, 40 Euro würde ich Ihnen dafür geben. Letztendlich einigten wir uns auf einen Nachlass von immerhin 10% und so kostete mich die Lampe nur 45 Euro, die ich sogleich in einem Beutel der Größe XXXL verstaute. Wenn ich mir vorstelle, dass solche Lampen in diesem guten Zustand durchaus an die 100 Euro kosten können, ist das wirklich ein echtes Schnäppchen. Das Pech hat sich verloren und es thront nun das Glück auf meinen Schultern und lässt mich erleichtert und strahlend wie ein Haschsüchtiger durch die Gegend rennen. Scheißegal, was die Leute sagen, es wird frech ins Gesicht gegrinst. Von mir aus konnten wir jetzt gemütlich durch das Trödelmarktgelände latschen, in der Hand meine Jagdtrophäe. Claudia führte mich direkt zur großen Tribüne, wo es allerlei Fressbuden gab. Knoblauchbaguette. Immer wieder höre ich das Wort. Wir müssen unbedingt Knoblauchbaguette essen. Das ist ja total lecker. Ich komme nicht daran vorbei und ließ mich mitziehen. Um Himmels Willen, dann eben Knoblauchbaguette. Wir füllen unsere Bäuche mit dem leckeren Knoblauchbaguette, belegt mit Tomaten, Mozzarella und zum Schluss verfeinert mit frischem Lauch. Vielleicht gibt sie dann Ruhe. Obwohl, Hunger hatte ich vom Rumflitzen schon bekommen. Etwas zögernd musste ich dann doch zugeben, dass es echt lecker war, dieses Knoblauchbaguette à la Claudia. Ich klappte meinen kleinen blauen Hocker auf, wobei klein wirklich untertrieben ist. Ein wirklich kleiner, mit blauem Stoff bespannt, gerade so viel Platz, dass man seine Arschbacken geziert absetzen konnte. Wir alberten rum, als Claudia sich darauf setzen wollte. Uns gingen Bilder von Menschen durch den Kopf mit fetten Ärschen, die auch irgendwie das Loch der Klobrille finden mussten. Unsere Albernheit wächst zu einem lauten Lustschrei der absoluten Befreiung aus. Und während Claudia mit ihrem Hinterteil wie ein Brauerei fährt, sie möge mir die kleine Stichelei verzeihen, auf diesem zierlichen aber durchaus in der Lage ist, die ganze Fülle an Mensch auszuhalten saß, schwelgte sie schon wieder in Erinnerung an die gemeinsamen Ausflüge mit Rolf. Mach dir keine Sorgen, er kommt nicht wieder, sagte ich nun etwas bestimmter, um diesem Thema im Laufe des Trödelmarktbesuches vom Tisch zu bekommen. Unsere Baguettes waren verdrückt. Und wir packten unsere Sachen zusammen, bereit weiterzuziehen. Unser Bummel artete daran aus, dass Claudia, die bis dato noch keine Trophäe für sich ergattern konnte, an jedem Stand, der nur so aussah, als würde es nach Blink Blink rufen, anhielt und nach Schmuck suchte. Dabei versuchte ich sie von den Schaukästen mit dem teuren Schmuck fernzuhalten. Ihr Handicap ließ es nicht zu, solche komplexen Zusammenhänge zu überschauen. Und ich konnte ihr bzw. ihrem Schatz, der zu Hause geblieben war, nicht zumuten, am Ende als arme Kirchenmaus zu enden. Immer noch nichts gefunden. Ihr Style war zwar schlicht, fast einfach und doch speziell, Silber oder silberähnlicher Schmuck mit aufleuchtenden Glassteinen oder auch mal was Echtes ist ihr Ding. Wir beschlossen nach der entmutigten Suche, Schmuck für Claudia zu finden, uns an der Fressinsel im vorderen Bereich niederzulassen. Rostbratwurst und Pommes für uns beide, wobei die Pommes gar nicht zierlich daherkamen, sondern dick wie Kartoffelecken aussahen. Sie waren gut geröstet, versehen mit einem guten Aroma und einer speziellen Würze, das uns zum Reinbeißen einlud. Eine Frau im fortgeschrittenen Alter, das man ihr aber nicht ansah, gesellte sich zu uns. Und da war es wieder, das Thema DDR. Eigentlich hatte ich keinen Bock drauf. Die negative Art ihrer Vorgänger saß mir noch in den Knochen. Aber nein, dieses Mal war es ganz anders. Lieblicher, bekömmlicher, gut zu verdauen, eine interessante Person. Trauer erkannte ich in ihrem Gesicht, aber eine, die man heimlich ausübte. Ihr Mann war erst kürzlich ganz still eingeschlafen. Nun war sie allein und suchte irgendwie Kontakt, doch es fiel ihr schwer.
Die Themen der aktuellen politischen Situation machte sie zu schaffen. Enttäuschung machte sich breit. Zugleich erfreute sie sich an der Ungezwungenheit unserer Anwesenheit. Wir amüsierten uns. Die Vergangenheit in der damaligen DDR und das Beklagen, dass es hätte durchaus anders laufen sollen, wenn man sieht, in welch einem Wildwestroman wir letztendlich gelandet sind. Ich tröstete sie, sie sollte sich auf den Moment konzentrieren und jede Minute sich an dem erfreuen, was noch nicht von der Brutalität der Tagespolitik erfasst worden ist. Wir trennten uns mit der Erkenntnis, dass es noch gute Menschen gibt, und ich ärgerte mich im Nachhinein, dass ich sie nicht gefragt hatte, ob ich ihre Geschichten festhalten dürfte. Ich war wohl selbst so gefesselt von ihrer Anwesenheit, dass ich es glatt vergessen habe. Unser Flohmarktbesuch in Karlshorst ging so langsam dem Ende entgegen. Claudia fand dann doch noch ein Schmuckstück für sich. Sie freute sich wie ein Streuselkuchen. Wir schlenderten dem Ausgang des Geländes entgegen und unser Flohmarktbesuch in Karlshorst nahm ein zufriedenes und glückliches Ende. So, wie es in fast jedem Märchen beschrieben ist.